Herzlich willkommen zum Technikvideo des Minimate 780G-Systems. In diesem Video werden Sie erfahren, wie Sie Geräte mit Ihrer Insulinpumpe verbinden. Im Hauptmenü wählen Sie in der unteren Zeile das Symbol in der Mitte, verbundene Geräte. Bestätigen Sie und im Menü können Sie den Punkt Neues Gerät verbinden wählen, um Geräte mit Ihrer Insulinpumpe zu verbinden. Sehen wir uns an, wie Sie Ihr Blutzuckermessgerät AccuCheck GuideLink mit Ihrer Insulinpumpe verbinden. In dem Blutzuckermessgerät wählen Sie Einstellungen, anschließend drahtlos und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Ja. Das Messgerät ist bereit für das Verbinden mit Ihrer Insulinpumpe, wenn die Seriennummer des Messgeräts auf dem Bildschirm des Messgerätes erscheint. Nehmen Sie nun Ihre Insulinpumpe zur Hand. Im Menüpunkt Verbundene Geräte Ihrer Insulinpumpe wählen Sie Neues Gerät verbinden. Die Pumpe wird in den Suchmodus versetzt. Anschließend erhalten Sie eine Auflistung der erkannten Geräte und wählen Sie das entsprechende Blutzuckermessgerät aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, erscheint auf der Pumpe die Meldung Verbindung erfolgreich. Auf dem Bildschirm des Messgeräts erscheint die Meldung mit Pumpe verbunden, mit der Seriennummer der Insulinpumpe. Das AccuCheck GuideLink Blutzuckermessgerät. Bedienen Sie die Taste Senden, um Ihr Blutzuckerergebnis sofort an Ihre Insulinpumpe zu senden. Wird die Taste Senden nicht gedrückt, wird das Blutzuckerergebnis auf der Pumpe verzögert angezeigt. Wenden Sie sich bei technischen Fragen und Defekt des AccuCheck GuideLinks an die Medtronic Hotline. Sehen wir uns nun an, wie Sie Ihren Transmitter für die CGM-Messung mit Ihrer Insulinpumpe verbinden. Im Menüpunkt Verbundene Geräte Ihrer Insulinpumpe wählen Sie Neues Gerät verbinden. Die Pumpe wird in den Suchmodus versetzt. Gleichzeitig nehmen Sie den Transmitter von der grauen Ladeschale ab. Damit wird der Transmitter in den Suchmodus versetzt. Auf dem Display Ihrer Insulinpumpe sehen Sie den Transmitter, angegeben mit CGM und der Seriennummer des Transmitters. Wählen Sie den Transmitter aus und bestätigen Sie. Stellen Sie sicher, dass Ihr Transmitter verbunden ist. Möchten Sie prüfen, welche Geräte mit Ihrer Insulinpumpe verbunden sind, wählen Sie den Menüpunkt Verbundene Geräte. Sehen Sie diese Abbildung Neues Gerät verbinden, Kerling verbinden, sind keine Geräte mit Ihrer Insulinpumpe verbunden. Sehen Sie eine Abbildung, die ähnlich wie diese ist, Blutzuckermessgerät und Sensor, sind entsprechende Geräte verbunden. Sie können bei Bedarf die Verbindung auflösen, durch Verbindung aufheben oder bestätigen durch OK. Für das Verbinden mit der Minimate Mobile App folgen Sie den Anweisungen in der Minimate Mobile App.